Ja, ich freue mich, auch mal wieder selber Vorlesungen halten zu dürfen. Meine halbe Arbeitsgruppe ist gerade auf einer Konferenz in Barcelona und ich habe am Montag eine erste Version eines Exzellenzcluster-Antrags an unser Präsidium abgeliefert, sodass ich jetzt auch mal wieder normale Sachen machen darf. Da freue ich mich richtig. Gut. Wir kommen jetzt in unserer Vorlesung, sind wir jetzt so richtig mittendrin darin, eine Bindestrich-Algorithmik nach der anderen Ihnen kurz vorzustellen. Also wir haben jetzt mal ganz verschiedene Sichtweisen auf Algorithmen. Die letzten Kapitel haben das dann klassifiziert nach, ich sag mal, Datentyp. Dann geht es ja auch meistens in der Algorithmik um Berechnungskomplexität, also wie teuer ist es, etwas auszurechnen. Hier ist jetzt mal eine Ausnahme. Hier geht es weniger um Berechnungskomplexität als um eine Modellierung dessen, was wir wissen bzw. nicht wissen. Ja? Wir haben bisher immer Algorithmen betrachtet, wo die gesamte Eingabe bekannt war und dann wurde halt irgendwas ausgerechnet und das war dann halt mehr oder weniger gut. Zum Beispiel Optimierungsalgorithmen. In vielen Anwendungen ist das aber nicht möglich. Ein Computer muss eine Entscheidung treffen, ohne die Zukunft zu kennen. Ja, das mal sinnbildlich dargestellt durch den Nebel auf der Golden Gate Bridge hier. Ja. Das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft von realen Anwendungen. Wie gehen wir damit um? Was ich Ihnen hier vorstelle, ist eine Sichtweise auf dieses grundlegende Problem aus der theoretischen Informatik oder aus der Algorithmentheorie, das den Vorteil hat, sehr klar definiert zu sein und sehr klare Antworten zu geben zum Teil. Und den Nachteil hat, da werde ich noch darauf eingehen, warum das auch Nachteile hat. Aber das ist eine Sichtweise auf Unwissen über die Zukunft, die man eigentlich kennen sollte, selbst wenn man nicht Algorithmiker ist. Und deshalb haben wir es als Teil von Algorithmen 2 aufgenommen. Also, wie funktioniert das? Also die Information wird dem Algorithmus Stück für Stück nur zur Verfügung gestellt. Und er muss halt eine Ausgabe produzieren, noch bevor er das nächste Stück kennt. Also immer so Eingabe, Entscheidung treffen, nächstes Stück der Eingabe und so weiter. Ja? Und das Radikale hier ist, wir wissen gar nichts über die Zukunft. Das ist auch die wichtigste Abgrenzung zu anderen Dingen. Also insbesondere so der Hauptansatz, den man in der, ich sag mal, praktischen Informatik oft verwendet, ist, dass man irgendwie eine stochastische Modellierung der Zukunft hat. Also man tut so, als wüsste man irgendwas über Verteilungen von zukünftigen Ereignissen, zum Beispiel, was weiß ich, das ist irgendeine Eingabegröße ist normal verteilt mit dem und dem Mittelwert und der Varianz. Ja. Vorteil von diesem stochastischen Ansatz ist, dass man oft erheblich bessere Algorithmen kriegt, die sich besser auch auf die Zukunft anpassen. Nachteil ist, dass das Händewedelei ist, weil meistens weiß man auch über diese Verteilungen eigentlich nichts oder zu wenig, um die wirklich benutzen zu können. Also das ist dann eine sehr starke Vereinfachung der Realität. Das hier ist jetzt, sagen wir mal, eine sehr pessimistische Sichtweise. Aber man kann das auch so sehen. Wenn man Algorithmen entwirft, die mit dieser pessimistischen Sichtweise gut umgehen können, dann hat man wirklich das Problem gelöst. Wir werden sehen, dass man damit leider auch zu sehr pessimistischen Einschätzungen der Zukunft kommt und das ist dann so ein bisschen der Nachteil. Trotzdem ist das eine Sichtweise auf Unwissenheit über Zukunft, die man sich anschauen sollte. So. Die Idee ist jetzt folgende. Es geht jetzt
Wir haben bei Approximationsalgorithmen ja so Approximation Ratios uns angeschaut. Also im schlimmsten Fall, wie gut ist die Lösung des Algorithmus verglichen zu einer optimalen Lösung? Und diese Sichtweise übernehmen wir jetzt. Nur, dass wir jetzt nicht die Qualität, wenn ich viel oder wenig Rechenleistung reinstecke, vergleiche, sondern ich vergleiche die Situation, wenn ich viel weiß oder nichts weiß. Ja? Nehmen wir mal wir werden mehrere Beispiele hier betrachten. Das erste wird das Mieten von Skiern sein. Passt irgendwie ganz gut, weil wir haben jetzt das erste Mal seit vielen Jahren wieder Schnee im Schwarzwald. Kann man sich fragen, kaufe ich mir Skier? Ja? Und das kann man als Online-Algorithmen-Problem sich angucken. Es ist ein sehr einfaches Problem und wir können das lückenlos analysieren. Wir können auch einen Algorithmus angeben, der auch in der Praxis Sinn macht. Ja? Dann gucken wir uns sehr intensiv an ein Problem, das für die Informatik vielleicht eine Spur wichtiger ist, nämlich Paging in Virtual Memory Systems. Weitere Beispiele, die wir nicht so detailliert angucken können, ist zum Beispiel Routing in Kommunikationsnetzwerken, also wie leite ich Pakete weiter, wann schmeiße ich ein Paket weg und so weiter. Oder Scheduling von Maschinen in einer Fabrik, wo Aufträge über die Zeit ankommen. Dann steht hier drin Ad Placement bei Google. So genau weiß ich auch nicht, was das ist. Ich muss dazu sagen, die Folien sind auch deshalb auf Englisch, weil die damals mein damaliger Postdoc Rob van Stee, der ist jetzt, glaube ich, an der Universität Leicester, Professor, der hat die damals mitgebaut. Ich nehme aber an, dass es bei Google darum geht, dass man ja Advertisements placen muss und man weiß eben nicht, wer wohin klickt. Und man weiß auch nicht, vielleicht was an weiteren Advertisements reinkommt, während man das noch darstellt. Wobei ich mal vermuten würde, dass das keine Anwendung ist, wo man wirklich mit Online-Algorithmen arbeiten will. Aber es wurde zumindest von den Theoretikern so untersucht. Warum ich das vermute, dass das so eine Anwendung ist, Google weiß verdammt viel. Zwar nicht über die Zukunft, aber über die Vergangenheit. Und mit diesen gewaltigen Datenmengen können die auch sind die tatsächlich auch in der Lage, statistische Verteilungen irgendwie zu berechnen, die es ihnen erlauben, abzuschätzen, was in der Zukunft passieren könnte. Ja? Und ich vermute, dass das im Moment passiert. Ja. Dieses Bild erkläre ich später. So, jetzt erstmal Definition. Was ist Competitive Analysis? Ich habe schon gesagt, wir vergleichen den Online-Algorithmus, der heißt jetzt ALG, mit einem Offline-Algorithmus, der ein optimales Ergebnis berechnet. Den nennen wir Opt. Wir gucken uns den Worst Case an, das heißt, wir maximieren über alle möglichen Eingaben. Hier steht nicht Maximum, sondern Supremum, weil wir auch unendlich lange Eingaben betrachten. Und dann gibt es eine unendliche Zahl möglicher Eingaben und das Maximum existiert vielleicht gar nicht, sondern nur ein Supremum. Also ein Grenzwert einer Folge von Maxima. Ja, also was wir wollen von einem gegebenen Algorithmus, wollen wir diesen Competitive Ratio C-Alg bestimmen. Und natürlich suchen wir nach Algorithmen mit möglichst kleinem Competitive Ratio. Darum geht es bei Online-Algorithmen. Fragen dazu? Also diese Definition sollte man verstehen. Die ist sicherlich auch eine schöne Wissensfrage für eine Klausur. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal dieses Key-Rental-Problem an. Das funktioniert mit beliebigen Zahlen, aber wir machen es jetzt mal ganz konkret. Nehmen wir mal an, Ski allein kostet 50 Euro, kaufen 300 Euro. Ja? Und jetzt das Problem ist natürlich, man weiß nicht, wie oft man Ski fährt. Also stellen Sie sich vor, Sie sind kompletter Neuling, haben eine neue Freundin oder so, die ist total versessene Skifahrerin und die überzeugt Sie, du willst das jetzt auch lernen. Ja, ich zeige dir das, wie das geht. Ja, kann sein, dass Sie dann
sofort Lunte riechen, das ganz toll finden und ab jetzt jede Woche Skifahren gehen und das dann hält der Ski auch noch 10 Jahre und dann wäre es natürlich die optimale Lösung, sofort einen Ski zu kaufen. Kann aber auch sein, dass sie sich beim ersten Mal ein Bein brechen oder das so furchtbar finden, dass sie das garantiert nie wieder machen wollen, dann wäre es irgendwie keine gute Idee gewesen, sich sofort Skier zu kaufen. Aber sie wissen es nicht, ne? Also was ist eine rationale Entscheidung? Was ist ein Algorithmus, der mir rät, wann ich Skier kaufen sollte? Ja? Die optimale Lösung im Sinne eines Online-Algorithmus heißt 6. Beim 6. Mal sollte ich das kaufen. Und ich erkläre Ihnen jetzt, warum. Also das ist jetzt, wenn Sie so wollen, ist das so, der Algorithmus ist eigentlich, Sie haben die Eingabe, wie viel kostet es, die zu mieten, wie viel kostet es, die zu kaufen. Und Sie sollen sagen, nach dem wievielten Mal kaufe ich. Sonst ist das irgendwie ein komischer Algorithmus, der nur eine mögliche Eingabe hat. Wir werden es aber nur für diesen einen Fall 50 und 300 durchrechnen. Ja? So, Frage ist jetzt, wie gut ist das Ding und geht es besser? Ich habe behauptet, es ist optimal. So. Naja, analysieren wir das mal. Also, ich kaufe die beim 6. Mal. Wenn ich weniger als 5 Trips mache, zahle ich 50 mal die Anzahl Trips. Das ist zwischen 50 und 550 Euro. Und da ich danach nie wieder fahre, ist das auch optimal. Weil wenn ich irgendwann zwischendurch Skier gekauft hätte, hätte ich mindestens 600 Euro bezahlt und würde schlechter fahren. Ne? Wohlgemerkt, typisch für die theoretische Informatik, man vernachlässigt dabei Dinge, die in der Realität auch noch auftreten könnten. Zum Beispiel könnte ich die natürlich auch verkaufen. Und selbst wenn ich der Wiederverkaufswert ist auch irgendwie variabel, je nachdem, wie oft ich das benutzt habe, bla bla bla. Wir machen hier Vereinfachungen. Ja? Und wahrscheinlich gar keine so schlechte Vereinfachung. Ich schätze, bei den meisten Leuten stehen die Skier dann tatsächlich 20 Jahre lang irgendwo rum, werden vielleicht noch 3-mal mit umgezogen, verursachen sogar zusätzliche Kosten. Ja. Das ist auch ein Online-Problem. Wie oft sollte ich etwas umziehen? Das ist ein ähnliches. Ne? Oder es gibt dann, ein Kollege hat dann eine Arbeit geschrieben, das Bahncard-Problem. Das ist fast das gleiche Problem, nur dass es da noch ein paar Varianten gibt, also ein paar zusätzliche Aspekte, so die ist halt nur eine bestimmte Zeit gültig und so weiter. Und es gibt verschiedene Arten von Bahncard. Ich weiß gar nicht, was er da genau gemacht hat. So, also wenn ich weniger als 6 Trips habe, ist das optimal. Ist schon mal schön. Gar nicht wahr. 300 kosten die. Ne? Also es ist nicht optimal, aber ich zahle höchstens 550. Der optimale Algorithmus zahlt mindestens 300. Und das bedeutet, ich bin da das Maximum, das ich da sehe, ist 11 Sechstel. Und naja, die anderen Fälle, wenn ich öfter fahre als 6 Mal, ist hier, wenn ich mindestens 6 Trips mache, zahle ich 550. Man kann jetzt alle Fälle durchrechnen und man sieht, es ist nie mehr als 11 Sechstel davon weg. Also eben 550 durch 300 ist das. Wenn ich das kürze, kommt 11 Sechstel raus. Ja? So, Fragen dazu? Also das ist jetzt der Competitive Ratio dieses Algorithmus, 11 Sechstel. Wenn Sie da andere Zahlen einsetzen, geht das irgendwie, bleibt, ist das immer kleiner 2. Ja? So. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es bessere Algorithmen? Das Schöne bei diesem Algorithmus ist, es gibt nicht so viele mögliche Ausgaben. Von daher kann ich die alle durchspielen. Ne? Also nehmen wir mal an, wir kaufen früher. Also zum Zeitpunkt X kleiner 6.
dann zahle ich 300 plus 50 mal x minus 1. Während der optimale Algorithmus 50 mal x zahlt. Dann ist der Competitive Ratio 250 plus 50x geteilt durch 50x gleich 5 durch x plus 1. Und da sind aber nur die Fälle x kleiner 6 interessant und das ist größer gleich 2. Ja? Also jede Strategie, die es früher kauft, hat ein Competitive Ratio von mindestens 2, während 11 Sechstel kleiner 2 ist. Ja? Wenn ich später kaufe, zahle ich, 3, also bei Trip y größer 6 zahle ich 300 plus 50 mal y minus 1, während Opt 300 zahlt. Das ist also 250 plus 50 y durch 300 gleich 5 plus y durch 6. Y ist aber größer 6, also mindestens 7. Dann steht da halt... Dann steht da halt 12 durch 6 gleich 2. So. Genau, also um das jetzt mal zu verallgemeinern für beliebige Miet- und Kaufkosten, man sollte dann kaufen zu dem Zeitpunkt, wo ich genauso viel für die Miete bezahlt hätte wie für die Schia. Das ist hier 300 durch 50 gleich 6. Ja, das ist der Algorithmus. Und es ist auch eingängig. Ne? Also man balanciert sozusagen die Risiken. Also das Risiko, wenn ich zu früh kaufe, ist, dass ich am Ende gar nicht fahre. Und das Risiko, wenn ich zu spät kaufe, ist, dass ich eben dann ganz viel Miete bezahle. Und so balanciert man diese beiden Kosten und kommt dann auf 2. Fragen dazu? Okay. Ja, und vielleicht nochmal Interpretation. Also was wir wollen, sind kleine Competitive Ratios. 2 ist schon mal ganz okay, ne? Also das ruiniert Sie nicht. Wenn Sie jetzt irgendwie sofort kaufen, immer, dann haben Sie ein Competitive Ratio von 6. Das wäre irgendwie nicht so gut. Oder wenn Sie jahrelang mieten, dann haben Sie einen unbeschränkten. Also wenn Sie überhaupt nie kaufen, ist der Competitive Ratio sogar unbeschränkt groß. Das wäre sicherlich auch keine gute Idee. Ja? So, jetzt gehen wir mal zu einem etwas komplexeren, aber auch vielleicht spannenderen Problem, zumindest für Informatiker. Paging. Also Computer haben einen begrenzten schnellen Speicher, nennen wir den mal Cache. Indem man Speicherseiten speichern kann. Ja? Also das Spiel funktioniert auf verschiedenen Ebenen der Speicherhierarchie, also zum Beispiel Hardware-Cache als schneller Speicher und Hauptspeicher als langsamer Speicher oder aber eine Hauptspeicher als schneller Speicher und eine Festplatte oder eine Solid-State-Disk als langsamer Speicher. Und all diese Speicherarten sind aber in Speicherseiten unterteilt. Ja? Eine Cache-Line ist, glaube ich, 64 Byte im Moment. Eine Virtual Memory Page, die auf die Platte ausgelagert werden kann, war ganz lange bei 4 Kilobyte. Heutzutage ist es ein bisschen komplexer. Es gibt auch große Seiten oder 16 Kilobyte sieht man, glaube ich, auch manchmal. Aber das ist eben im Betriebssystem oft eine feste Größe. Ja? So, und die Frage ist, welche Seiten sollte ich im Hauptspeicher behalten. Das Ganze modelliere ich jetzt durch eine Folge Sigma von Page References. Die Farben, die ich hier dargestellt habe, geben die Seite an. Also zum Beispiel wird diese rote Seite ganz am Anfang geladen, dann wieder benutzt, ganz am Anfang benutzt und dann wieder hier und hier und hier und die gelbe wird viermal benutzt und die blaue und so weiter. Ja? Also die
Spannende Frage ist, wenn ich jetzt eine Seite lade, dann muss die auf jeden Fall in den schnellen Speicher. Aber wenn ich bereits K-Seiten in meinem schnellen Speicher habe, also die Kapazität voll ist, dann muss ich eine andere rausschmeißen. Und die Frage, die ich jeweils beantworten muss, welche? Ja? Also K ist die Anzahl, die Größe des Caches. Wir nehmen jetzt an, dass der Cache halt so viel schneller ist als der langsame Speicher, dass wir eigentlich nur zählen müssen, wie oft wir auf diesen langsamen Speicher zugreifen müssen. Und da das und nehmen das als Konstante an. Das ist bei einer, zumindest bei einer Festplatte, nicht immer genau konstant. Da gibt es Rotational Delays und so weiter. Aber das wird alles wegabstrahiert und da gibt es auch gute Gründe, das wegzuabstrahieren. Ja? Also ein Cache-Hit kostet 0 und ein Cache-Miss kostet 1. Also wir zählen nur die Cache-Misses, ohne uns jetzt dafür zu interessieren, was passiert dann noch oder wie schwanken die Cache-Miss-Times und so weiter. Wir machen auch kein Prefetching, schon weil wir die Zukunft nicht kennen und so weiter. Ja? Das Ziel ist jetzt, die Anzahl Page-Falls zu minimieren. Also hier nochmal das Bild erklärt. Das hier ist diese Folge der Seitenzugriffoperation, die wir aber nicht kennen. Ne? Also wir kennen hier die Vergangenheit, können uns die aber auch nicht merken, weil wir keinen Platz haben, die zu speichern. Wir kennen den Inhalt des Caches, aber wir kennen nicht diesen Teil hier. Zumindest der Online-Algorithmus nicht. Ne? Dann gibt es diese K-Pages und hier das, der große Speicher. So. Jetzt gucken wir uns mal eine Anzahl von Caching-Algorithmen an. Also erstmal einfache Heuristiken, last in, first out. Also ich schmeiße immer die neueste Seite raus. Die Intuition dahinter ist, das ist intuitiv gesehen ein schlechter Algorithmus. Und wir hoffen, dass die kompetitive Analyse uns das auch zeigt. Hm? Dann FIFO, First In, First Out, das scheint schon besser zu sein. Ne? Dann Least Frequently Used. Also schmeiße die Seite raus, die am wenigsten benutzt wurde bisher. Das klingt vernünftig, wir werden aber sehen, dass das zumindest im Worst Case beliebig schlecht sein kann. Least Recently Used, schmeiße die Seite raus, die am längsten nicht mehr benutzt wurde. Und das ist tatsächlich eine Strategie, die in der Praxis verwendet wird, beziehungsweise die andere Strategien, die verwendet werden, haben oft so einen Aspekt da drin. Und es gibt auch gute Gründe, warum man die verwendet. Wenn man Performance Benchmarking macht, schneidet die immer sehr gut ab, diese Methode. Und man hätte natürlich jetzt gerne, dass die Theorie das auch widerspiegelt. Dass hier LRU am besten abschneidet. Ja? Dann gibt es noch einen Flush When Full, der sieht auch irgendwie ein bisschen dämlich aus. So der Handtuchwerf-Algorithmus nenne ich das mal. Ne? Also wenn ich eine Seite lade, die nicht reinpasst, dann schmeiße ich nicht eine Seite raus, sondern gleich alle. Es hat den Vorteil, dass ich nicht wirklich entscheiden muss, welche ich rauswerfe. Und danach habe ich viel Platz. Also es ist nicht völlig blöd, aber vielleicht ein bisschen hysterisch. Und wir werden sehen, dass in der theoretischen Analyse LRU und Flush When Full sich kaum unterscheiden. Was irgendwie ein gewisses Problem schon darstellt, dass offenbar Competitive Analysis nicht immer die ganze Wahrheit sagt. Ja? Das hängt damit zusammen, dass das Worst Case ist. Also es gibt eben Fälle, wo LRU auch nicht besser ist als Flush When Full. Und die sind natürlich in der Praxis selten, aber die bestimmen hier diesen Competitive Ratio. Ja? Und dann gibt es noch einen Offline-Algorithmus, mit dem wir uns vergleichen. Das ist ja auch noch eine Frage. Also selbst wenn ich die Zukunft weiß, was sollte ich denn machen? Und tatsächlich kann man zeigen, und wir werden teilweise das auch beweisen, dass der Algorithmus Longest Forward Distance da am besten ist. Er schmeißt also immer die Seite raus, deren nächste Verwendung am weitesten in der Zukunft liegt. Beziehungsweise, wenn der gar nicht mehr verwendet wird, dann ist das unendlich, dann kann ich den auf jeden Fall rauswerfen. Ja?
Okay. Also, wie zeigt man sowas, dass Longest Forward Distance ein optimaler Offline-Algorithmus ist? Das ist so ein schrittweiser Prozess, also ein relativ komplexer induktiver Beweis, den wir hier machen, ne? Also wir nehmen irgendeinen optimalen Offline-Algorithmus, den müssen wir nicht kennen, das ist das Abstrakte hier an diesem Beweis, und bauen ihn schrittweise so an, bauen ihn schrittweise so um, dass er sich verhält wie Longest Forward Distance. Und zwar so, dass er dabei seine Optimalität nicht verliert. Und damit haben wir dann am Ende gezeigt, wenn die Induktion durch die ganze Folge durchgelaufen ist, dass der Longest Forward Distance nicht schlechter ist als der optimale und damit auch ein optimaler Algorithmus ist. Ja? Also der Induktionsschritt sieht konkret so aus: Wir geben einen Algorithmus, also gegeben ein Algorithmus, wir können einen Algorithmus i bauen mit den folgenden Eigenschaften. Alg und Alg-i verhalten sich auf den ersten i-1 Schritten, also Schritte sind immer diese Requests in der Folge Sigma, verhalten die sich identisch. So, jetzt, falls der Request i einen Cache-Fault hervorruft für beide Algorithmen, dann schmeißt Alg-i die Seite mit der Longest Forward Distance heraus. Und die Kosten von Alg-i von Sigma sind kleiner gleich den Kosten von Alg von Sigma. Also das kann man sich hier so vorstellen. Hier sind die beiden Algorithmen. Hier ist Sigma, die Zugriffsfolge, hier ist die Stelle, an der ich bin. Der blaue Bereich ist der, wo Alg-i und Alg sich identisch verhalten. Diese rote Stelle ist, da verhält Alg-i sich so, dass sie Longest Forward Distance machen. Und hier weiß ich noch nicht, was da passiert. Ja? So, wenn man diesen zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Claim bewiesen hat, folgt daraus schon der Beweis. Und diesen Teil des Beweises führe ich jetzt auch vor. Also ich fange an mit einer gegebenen Request Sequence Sigma und dem optimalen Offline-Algorithmus für Alg. Ja? Deshalb steht hier jetzt Opt. Ja? Jetzt benutze ich den Claim für i gleich 1, sowie die Algorithmen Alg, also das ist in dem Fall Opt, ne? Und kriege einen Algorithmus Alg 1, der die LFD, die Longest Forward Distance Seite, beim ersten Request rausschmeißt. Ja? So. Jetzt wende ich den Claim an für i gleich 2 und zwar nicht auf Opt und Alg 1, sondern auf Alg 1, um Alg 2 zu kriegen. Dann wende ich den Claim für i gleich 3 an, auf Alg 2, um Alg 3 zu kriegen und so weiter. Also kann man sich hier vorstellen. Also ich habe erst den optimalen Algorithmus, ich habe keine Ahnung, wie der sich verhält, ne? Aber ich baue einen, der sich im ersten Schritt so verhält wie Alg-i und danach das Gleiche macht, glaube ich. So, und dann nehme ich den und verändere den so, dass er im zweiten Schritt wie LFD ist und so weiter. Und wenn ich bei Alg-Sigma-Betrag bin, habe ich den LFD-Algorithmus. Ja? Also jetzt muss ich nur noch diesen Claim zeigen. Das ist jetzt nicht wirklich super schwierig, aber das würde irgendwie eine ganze Vorlesung brauchen. Und unsere Kalkulation sagt, dass wir die Zeit jetzt nicht haben und dass vielleicht auch die Geduld der Hörer dann ein bisschen überstrapaziert würde. Ja? Also in einer Vorlesung Online-Algorithmen würden wir das sicherlich detailliert machen, aber hier nicht. Gut. So, übrigens, wer will den Beweis sehen in der Übung? Okay. Einer. Zwei, drei, ja. Schauen wir mal. So, Vergleich der Algorithmen. Naja, Opt ist eben offensichtlich kein Online-Algorithmus, weil der diese Longest Forward Distance berechnen muss und dafür muss man in die Zukunft schauen.
was ist denn jetzt der beste Online-Algorithmus? Jetzt schließen wir mal ein paar aus. Beliebig schlecht sind LIFO und LFO. Beispiel. Also es geht ja hier um Worst Case. Wir müssen immer nur eine Folge angeben, die beliebig schlecht werden kann. Wobei das auch nicht ganz trivial ist, weil eine endlich lange Folge, es kann natürlich auch nur endlich schlecht sein. Aber wenn wir eine Familie von Folgen angeben, die immer länger werden und deren Competitive Ratio immer weiter steigt, können wir sagen, es ist unbeschränkter Competitive Ratio. Ne? Und das machen wir hier bei LIFO. Wir nehmen die Folge. Am Anfang werden die Seiten Page 1 bis Page K zugegriffen. Ja? Dann die Seite, also was da passiert, jeder Algorithmus hat hier dann K-Cache-Falls. Am Anfang ist der Cache leer. Dann kommt die Seite PK plus 1. Ja? LIFO schmeißt PK raus. Ja, als nächstes kommt wieder die Seite PK. Was schmeißt LIFO raus? PK plus 1. Ja, weil PK wurde gerade rausgeschmissen, muss man also was reinholen, was anderes rausschmeißen. Dann kommt wieder PK plus 1. Den habe ich gerade rausgeschmissen. Too bad. LIFO schmeißt PK raus. Also ich schmeiße abwechselnd PK und PK plus 1 raus. Und LIFO ist wirklich so dickschädlich, trotzdem jedes Mal ein Cache-Fall zu produzieren. Man kann sich leicht, also die Anzahl Cache-Falls ist irgendwie, ja, genauso ist Sigma-Betrag. Es passiert jedes Mal ein Cache-Fall. Ja? Ein optimaler Algorithmus hat wie viele Cache-Falls? Naja, der würde halt einfach an dieser Stelle P1 rauswerfen, zum Beispiel, was danach nie wieder gebraucht wird. Und er hat dann genau K Page Faults. Also der Competitive Ratio ist also Sigma-Betrag durch K. Wenn ich Sigma-Betrag beliebig groß wähle, wird dieser Ratio beliebig groß. Ne? Also offensichtlich kein guter Algorithmus. Jetzt weniger offensichtlich, least frequently used. Also die Idee, dass man selten benötigte Seiten rausschmeißt, ist ja an sich nicht schlecht. Aber im Worst Case, schauen wir mal. Ja? Nehmen wir einen Parameter m, den wir beliebig groß wählen können. Ja? Jetzt greifen wir m mal p1 zu. Dann m mal p2, m mal pk-1. Ja? Jetzt, das ist jetzt so gemacht, die sind so oft zugegriffen worden, dass in der folgenden Folge die wie Bleiklötze im Cache liegen. Ja? Die werde ich nicht mehr los, weil die so oft zugegriffen wurden. Die füllen mir meinen gesamten Cache auf, bis auf eine Seite. Ja? Und jetzt greife ich wieder PK und PK plus 1 abwechselnd zu und das Ganze M-1 mal. Ja? Die wurden also insgesamt, zu jedem Zeitpunkt hier wurden die seltener zugegriffen als die. Also werden sie immer ich habe also nur noch einen, der frei ist, dann schmeißen die sich ebenfalls wieder immer abwechselnd raus. Wenn das öfter passieren würde, würde der Algorithmus tatsächlich von LIFO abweichen und besser sein. Aber trotzdem, der Competitive Ratio ist hier, die Details rechne ich jetzt nicht aus, aber im Prinzip habe ich hier M, größer M Cache-Faults. Ja? Während der optimale Algorithmus hier K-Cache-Faults produziert. Und wenn ich M hinreichend groß wähle, wird der Competitive Ratio auch wieder beliebig groß. Ja? Also was lernen wir daraus? Least frequently used ist deshalb kein guter Algorithmus, weil er zwar die Häufigkeit eines Zugriffs berechnet, aber nicht die Recency sozusagen. Ja? Es ist offenbar nicht nur wichtig, wie oft etwas zugegriffen wurde, sondern auch, wann es oft zugegriffen wurde. Und das muss ich berücksichtigen, sonst kann ich beliebig schlecht werden. Okay. Da habe ich schon mal was gelernt. Ist ja was Nützliches. Also Competitive Analysis sagt uns, warum bestimmte Algorithmen nicht gut sind. Bei LIFO hätte man das vielleicht auch so sehen können. Bei LFU nicht unbedingt. Also da finde ich das schon nützlich. So, weiter. Und da kommen wir jetzt zu einem Problem von Online-Analyse.
wie gut können Online-Algorithmen in diesem Modell überhaupt werden? Und was wir hier sehen ist, fast beliebig schlecht. Ja? Egal wie gut ein Online-Algorithmus ist, es gibt immer eine Eingabefolge, die ihn total schlecht aussehen lässt. Nämlich man kriegt dann ein Competitive Ratio von K. Jetzt stellen Sie sich groß, wie groß sind typische Cache-Größen? Kommt auf den Cache an, ne? Aber sehr oft Millionen. Sie wollen eigentlich keinen Algorithmus haben mit einem Competitive Ratio von ein paar Millionen. Aber das ist, was Online-Algorithmik Ihnen hier liefert. Ja? Und wenn Sie das Ihrem Chef sagen, oh, ich habe einen optimalen Caching-Algorithmus in unser Betriebssystem reingebaut. Und dann sagt er ja, wie schlecht kann denn der werden? Ja, er kann auch mal eine Million Mal schlechter sein als das Optimum. Das kommt nicht gut, ne? Aber zeigen wir das mal. Warum ist das so? Warum kann das so schief gehen? Wir konstruieren jetzt eine Folge und das ist jetzt so ein typischer Prozess, den man machen muss, wenn man irgendwie Beweise führen möchte über Online-Algorithmen. Man versetzt sich sozusagen in die Situation eines Gegners, eines Adversary und versucht möglichst gemein zu sein. Ja? Also nehmen wir mal an, wir haben K+1-Pages. Das ist noch nicht so gemein. Ne? Wenn ich nur K-Pages hätte, dann kann jeder Algorithmus, ist dann gut, ist klar. Also ich habe eine mehr. Aber jetzt kommt die Gemeinheit. Ne? Ich nutze jetzt aus, dass der Adversary den Algorithmus kennt. Ja? Naja, und was... Also der weiß jetzt zu jedem Zeitpunkt, welche Seiten der im Cache hat, im allgemeinen K-Stück, ja, außer so einer Einschwingphase. Aha. Es gibt aber K+1-Seiten. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt gibt es genau eine Seite, die nicht im Cache ist. Was meinen Sie, welche der Adversary auswählt? Genau die. Ja? Total gemein, aber kann er machen. So geht das Spiel hier. Das bedeutet, wir kriegen in jedem Schritt einen Cache-Fault. Egal wie gut der Algorithmus ist. Und das ist schon irgendwie eine blöde Aussage. Ne? Also, was sagt uns das? Du kannst dir noch so sehr den Kopf zerbrechen, wie du willst. Sobald das Paging-Problem überhaupt nicht trivial ist, nämlich es gibt mehr Seiten als Cache-Einträge, gibt es Eingaben, bei denen du nur Mist baust und wo jeder beliebig schlechte Caching-Algorithmus auch funktionieren würde? Insbesondere einer, der einfach gar nicht cached. Ja? Nee, Entschuldigung, das stimmt nicht. Streichen Sie den letzten Satz. Also wir haben ja gesehen, dass es noch schlimmer sein kann. Aber trotzdem, es gibt Seiten, wo Caching überhaupt nicht wirkt. So. Es gibt Eingaben, wo Caching nicht wirkt. Und das ist natürlich blöd. Ja? Und das unabhängig von dem Algorithmus. Ja, also das ist ein spannendes Ergebnis und ein ziemlicher Dämpfer aus meiner Sicht für Online-Algorithmen, aber wir werden noch ein paar Tricks sehen, wie man sich da aus der Affäre ziehen kann. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der erste Trick ist Resource Augmentation. Der macht das Modell ein bisschen komplexer und sagt, okay, das ist ja auch total unfair, was der Adversary da macht. Wir versuchen das ein bisschen auszugleichen. Wir sagen, dafür, dass der Adversary volle Informationen hat, geben wir dem Online-Algorithmus mehr Ressourcen. Das nennt man Resource Augmentation. Ja? Also wir vergleichen jetzt nicht mehr einen Online-Algorithmus mit einem optimalen Offline-Algorithmus mit den gleichen Parametersätzen, sondern wir vergleichen den Online-Algorithmus mit einem optimalen Offline-Algorithmus, dem man weniger Ressourcen zur Verfügung stellt. Ja? Also das Ergebnis ist dann so eine bikriterielle Sache. Also du bist so und so viel schlechter und brauchst außerdem so und so viel mehr Ressourcen. Aber das könnte trotzdem eine nützlichere Aussage zu sein, wie du bist beliebig viel schlechter, brauchst aber dafür nur genauso viel Ressourcen. Ja?
trotzdem eine nützlichere Aussage, nur ein bisschen komplexer. Ja? So, also unser Offline-Cache hat jetzt die Größe H kleiner K. Und das Problem nennt man auch HK-Paging. Genau. Also hier ist jetzt auch so eine Meta-Erkenntnis. Ne? Wir müssen ja hier relativ komplexe Beweise führen. Und wir wollen außerdem Online-Algorithmen oder dieses Framework der Competitive Analysis verwenden, um eine große Anzahl Algorithmen zu vergleichen. Das sieht auf den ersten Blick so aus, dass das zu einem riesen Wust von Beweisen führt. Aber ein Trick hier ist, dass wir nicht konkrete Algorithmen analysieren, sondern ganze Familien von Algorithmen. Und das hat einen doppelten Vorteil. Also erstens kann ich einen Beweis führen, der für ganz viele Algorithmen Aussagen trifft. Und zweitens ist es oft so, dass diese Definition der Algorithmenfamilie auch bereits die Aspekte in den Vordergrund rückt, die für den Beweis wichtig sind und die mir deshalb auch zusätzliche Einsichten liefern. Und hier ist jetzt so eine Familie von Algorithmen, konservative Algorithmen. Das ist jetzt weder politisch noch so, dass der Begriff konservative Algorithmen außerhalb dieses konkreten Online-Paging-Problems irgendwie eine definierte Rolle hat. Aber wir müssen jetzt halt einen Namen dafür angeben, einen sprechenden Namen. Ja? So, also ein Paging-Algorithmus ist konservativ. Wenn er für eine Teilfolge von Requests, die nur k verschiedene Seiten zugreift, höchstens K-Page-Faults produziert. Also das ist irgendwie so eine Art Vernunftargument auch. Also offenbar ist es so, dass wenn ich eine Teilfolge habe, wo die Anzahl Seiten, die dazugegriffen werden, irgendwie nicht größer ist als der Cache, dass dann ein halbwegs vernünftiger Algorithmus für jede dieser Seiten nur einen Page-Fault in dieser Teilfolge produzieren sollte. Ja? Also das ist so eine Eigenschaft, die man eigentlich von einem Paging-Algorithmus erwartet und die man auch relativ leicht nachweisen kann für viele Algorithmen. Also LAU hat die Eigenschaft, FIFO hat die Eigenschaft oder Flash-Van-Full hat die auch übrigens. Ne? Ja, Frage? Ja, also hier haben Sie in dieser Teilfolge, die hier beginnt, greifen Sie nur zwei verschiedene Seiten zu, produzieren aber in jedem Zugriff ein Page-Fault. Ja? Aber trotzdem gute Frage, um das zu illustrieren. Genau, also LRU und FIFO haben diese Eigenschaft. LFU und ich glaube Flash-Van-Full auch. Und LFU und LIFO haben sie nicht. Bei denen wissen wir aber auch schon, dass sie schlecht sind. Und ja, das kann beliebig lang werden, das war jetzt nicht so wichtig. Ja, die Behauptung ist jetzt, wir machen jetzt den Competitive Ratio für diese mit Resource Augmentation. Ne? Und der Satz, den wir jetzt beweisen, ist, jeder konservative Algorithmus ist k durch k minus h plus 1 kompetitiv. Ja, das ist jetzt irgendwie keine so sprechende Formel. Was wir später tun werden, ist, dass wir H sowas wie K halbe wählen. Ja? Und was dann passiert ist, dass hier sowas steht wie 2 kompetitiv. Ja? Also wenn wir dem Offline-Algorithmus nur halb so viele Ressourcen geben, sind wir höchstens 2-mal schlechter. Und das ist irgendwie, finde ich, eine bessere Kompromiss, als zu sagen, wir sind k-mal schlechter, haben aber dafür die gleichen Ressourcen. Aber die Aussage hier ist noch ein bisschen allgemeiner, man kann mit diesem Parameter jetzt auch spielen. So, der Beweis ist auch nicht so schwierig. Ich nehme eine beliebige Request-Folge Sigma und unterteile sie in Phasen. Und jetzt wird erklärt, was eine Phase ist. Ja? Das ist jetzt nur so eine technische Definition, Phase 0 ist die leere Folge. Phase I plus 1 ist die maximale Folge von Zugriffen, die auf Phase I minus 1 folgt.
die höchstens K-Distinct Pages enthält. Ja, also diese Definition gibt im Prinzip einen Algorithmus an, wie ich diese Partitionierung machen kann. Also erstmal habe ich Phase 0, das ist eine leere Phase. Dann gehe ich, wenn ich jetzt I-Phasen habe, nehme ich mir den nächsten Request und gucke, ja, was ist das für eine Seite? Merke mir das und gehe immer weiter, bis ich in diesem Teil das erste Mal die K plus erste Seite finde. Und die ist dann gerade nicht Teil dieser Phase. Ne? Und das ist jetzt diese Partitionierung der Folge, die ich verwende. Das ist jetzt auch typisch für theoretische Informatik. Wir haben hier einen Algorithmus angegeben, den wir gar nicht implementieren müssen. Es geht gar nicht darum, diese Phasen wirklich zu bestimmen. Es geht eher darum, zu definieren, was sind diese Phasen. Und wir machen dann hinterher mathematische Beweise über diese Phasen. Ja? Wichtige Beobachtung, diese Partitionierung hat nichts mit dem Algorithmus zu tun. Die hängt nur von Sigma ab. Ne? Gilt also für alle Algorithmen. Aber was wir auch jetzt sehen können, also einfach nach Definition eines konservativen Algorithmus, hat ein konservativer Algorithmus höchstens K-Faults in jeder Phase. Ja? Also wir können jetzt, wenn wir diese Phaseneinteilung haben, abschätzen, eine obere Schranke angeben für die Anzahl Page-Faults eines beliebigen konservativen Algorithmus. Ja? So. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt gucken wir uns an, wie viele Cache-Faults muss der optimale Algorithmus produzieren in jeder Phase. Und das ist auch ganz einfach, weil, naja, ich habe hier eine Phase, da werden k verschiedene Seiten zugegriffen. Ich habe aber nur Platz für h. Deshalb müssen k minus h, beziehungsweise wenn man genauer rechnet, sind es k minus h plus 1, Faults auftreten in dieser Phase. Ja? Weil einfach der kann, um weniger zu haben, müsste der einfach mehr Platz haben. Ja? So, und das ist alles, was ich brauche. Jetzt muss ich nur noch rechnen. Also, in jeder Phase hat ein konservativer Algorithmus K-Faults. Und demgegenüber hat der optimale Algorithmus K-H plus 1 Faults. Das heißt, also das hier ist höchstens so viele und der hat mindestens so viele. Daraus folgt, dass der Competitive Ratio kleiner gleich K durch K-H plus 1 ist, mal Opt und dann plus R, das ist die Anzahl Cache-Faults von ALG in der letzten Phase, weil die kann ich irgendwie nicht aufrechnen gegen die des Optimalen. Da muss man jetzt gucken, warum tritt das R hier nicht auf? Ne? Da muss man, glaube ich, in die Definition von Competitive Ratio nochmal gucken. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, was hier passiert. Da muss ich vielleicht nochmal in die Definitionen gucken. Weil, also das Verhältnis ist dann ja, also da kommt dieses Plus R irgendwie vor. Das ist aber höchstens K. Wenn ich jetzt die Folgen beliebig lang mache, wird der Ratio irgendwann kleiner. Aber ich frage mich, ob der für kurze Folgen nicht ein bisschen größer sein kann. Da kann ich im Moment keine Antwort drauf geben. Aber es gibt tatsächlich auch diesen Begriff des Asymptotic Competitive Ratio, der das halt bewusst sagt, dass ich das so den Grenzwert bilde für beliebig lange Sigma. Aber das ist nicht, was hier steht. Deshalb bin ich ein bisschen verwirrt. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ne? Also zumindest, wenn ich hier die Definition so machen würde, dass ich den Grenzwert da definiere, dann würde das stimmen. So. Oder es gibt irgendwie ein Argument, warum dieses Plus R da nicht wichtig ist. Aber insgesamt für das Gesamtverständnis dieser Idee, warum Resource Augmentation gut ist, ist das jetzt auch nicht wichtig. Okay. Gut. Damit haben wir unsere Theorien bewiesen.
Und ein sinnvoller Wert für h ist halt k halbe. Und jetzt muss man sich nochmal klar machen, also wir haben jetzt ein Competitive Ratio zum Beispiel von 2 für h gleich k halbe gezeigt. Und wir haben vorher gezeigt, dass der immer k werden kann. Aber das sind da zwei verschiedene Schuhe. Diese alte untere Schranke galt ja nur für h gleich k. Ne? So, jetzt kommt was, was nichts mit Theorie zu tun haben hat. In der Praxis ist der Competitive Ratio von LRU, aber das ist natürlich Quatsch, das ist dann nicht der Competitive Ratio, sondern in der Praxis ist das Verhältnis zwischen der Leistung von LRU und dem Offline-Algorithmus in der Nähe von 1. Oder hier steht es Small Constant. Kann sein, dass es nicht in der Nähe von 1 ist, aber ich denke oft viel kleiner als 2 nochmal. Und ja, Resource Augmentation hilft uns, das irgendwie zu verstehen. So. Ich weiß nicht, wie Simon und Christian das gehalten haben. In den Folien gibt es ja immer diese Seiten, die mit einer Chilischote markiert sind. Haben die vorgeführt? Ja, ne? Das ist der spannende Teil, aber das heißt, dass wir da jetzt keine allzu gemeinen Fragen in der Prüfung drüber stellen. Ja? Das ist so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Also, Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich bin kein absoluter Freund von Online-Algorithmen. Also man kann daraus viel lernen, aber manchmal sind die Ergebnisse ein bisschen komisch. Also insbesondere alles, was wir bisher gesagt haben, kann nicht unterscheiden zwischen der Qualität von FIFO, Flash When Full und LRU. Obwohl offensichtlich LRU der beste von diesen Algorithmen ist. Ja? Und da gibt es aber eben tatsächlich auch neuere theoretische Arbeiten, die das feiner herausarbeiten können. Also da gibt es zwei Papiere, die mir da einfallen. Das ist von Panagiotou und Sousa, Stock 2006. Da habe ich irgendwas Falsches reinkopiert. Entschuldigung, das da ist Quatsch, das lösche ich wieder raus. Das kommt mich hier unten. Also die geben dem Adversary ein bisschen weniger Macht sozusagen und sie gucken sich Locality of Reference an und sie gucken sich typische Speicherzugriffsmuster an. Also was die mit typisch meinen ist, das ist ganz witzig. Man sagt also, wenn ich aufeinanderfolgende Requests habe, dann gibt es zwei wichtige Familien, nämlich welche, deren Abstand in Sigma sehr kurz ist, verglichen mit der Cache-Größe, oder sie ist sehr groß. Das kann man offenbar aus Traces von realen Berechnungen auch nachweisen. Und wenn ich diese Vereinfachung mache, dann kann man offenbar noch genauere Competitive Ratios herleiten oder realistischere. Und hier ist dann halt dieses Papier von Angelopoulos. Hier sieht man jetzt, wer das noch geschrieben hat. Spiros Angelopoulos. Alejandro López Ortiz und Reza Dorigif, die können dann eben tatsächlich diese verschiedenen Paging-Strategien separieren mit Hilfe solcher verfeinerten Modelle. Aber ist jetzt vielleicht ist deutlich jenseits dessen, was man sozusagen als Bread-and-Butter-Informatiker wissen muss und wahrscheinlich auch jenseits von dessen, was ein Algorithmiker wissen muss. Das ist halt schon ein bisschen was für die Spezialisten. Aber wenn Sie halt zum Beispiel sich mit Betriebssystemen beschäftigen, ist es vielleicht auch interessant zu wissen, dass man irgendwie theoretisch argumentieren kann, warum bestimmte Algorithmen gut sind. Und zwar auch für Eingaben von Anwendungen, die erst in der Zukunft kommen, die Sie noch gar nicht kennen durch Ihre Messungen zum Beispiel. Ne? So, jetzt haben wir einen Trick gesehen, wie man dieses K-Competitive-Problem besiegen kann. Und das ist übrigens, ich mache das jetzt alles sehr ausführlich am Beispiel von Paging, aber das gilt für viele algorithmische Probleme, die man in dem Kontext von Online-Algorithmen anschaut, dass Resource Augmentation helfen kann. Ja, ist nur ein Beispiel. Was auch helfen kann, ist Randomisierung.
Und das ist auch was ganz Fundamentales. Warum hilft Randomisierung? Weil dieser Adversary, der konnte ja nur deshalb so gemein sein, weil er genau wusste, was der Algorithmus macht. Aber wenn Sie den Algorithmus jetzt randomisieren, dann weiß der Adversary das halt nicht mehr und kann deshalb auch nicht ganz so gemeine Entscheidungen treffen. Ja? Beziehungsweise kann nicht so erfolgreich Ihnen in die Suppe spucken, sagen wir mal so. Ja? Also unser Algorithmus muss halt irgendwie Zufall im Entscheidungsprozess verwenden und man muss da noch etwas genauer hingucken, was der Adversary jetzt weiß. Wir beschäftigen uns nur mit dem einfachsten und schwächsten Adversary. Der weiß nur, was für eine Zufallsverteilung wir da verwenden, wenn wir Bits würfeln. Aber im Allgemeinen ist das halt irgendwie gleich verteilt, unabhängig. Deshalb nützt das auch nichts. Also der weiß eigentlich gar nichts. Und man kann sich das so vorstellen, Der muss die Eingabe, die für uns schlecht sein soll, festlegen, bevor der Algorithmus läuft und bevor der Algorithmus seine Zufallsbits festlegt. Und das ist aus meiner Sicht auch in vielen Fällen die sinnvollste und realistischste Definition. Ja? Dann gibt es noch zwei andere, Adaptive Online und Adaptive Offline. Bei Adaptive Online kennt der Algorithmus Zufallsentscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Ja? Und bei Adaptive Offline weiß das sogar, was ich in der Zukunft mache. Ich habe immer noch nicht verstanden, wieso man das hier überhaupt betrachtet. Weil wenn der alles weiß über die Zukunft, dann kann er das auch maximal ausnutzen. Also zumindest bei Paging macht das keinen Sinn. Dann bei Adaptive Offline hilft es irgendwie nicht, der Zufall. Es kann sein, dass das bei anderen Problemen irgendwie was einen Unterschied macht, aber wenn Sie irgendwie ein Paper sehen, das sagt, wir machen jetzt irgendwas, was neue Erkenntnisse über Adaptive Offline gibt, dann wissen Sie, Sie sind ganz, ganz tief in der Theorie. Ja? Adaptive Online ist so ein bisschen dazwischen. Ich glaube, das ist dann sinnvoll, wenn Sie über Angreifer-Szenarien rechnen. Also Oblivious ist irgendwie der Fall, Sie wollen halt wissen, was halt passiert, wenn normale Anwendungen und Eingaben, die sich nicht böswillig verhalten, halt irgendwie das ganze Spektrum von möglichen Eingaben durchgehen. Aber Adaptive Online ist, glaube ich, dann wichtig, wenn es einen Angreifer gibt, der ihren Algorithmus kennt und tatsächlich, also in der Praxis jetzt, das ist jetzt kein abstrakter Adversary, sondern ein realer Adversary, der zum Beispiel eine Denial-of-Service-Attacke fahren will. Dann kennt er vielleicht ihren Algorithmus und hat vielleicht sogar eine Chance, aus den Entscheidungen, die sie treffen, Rückschlüsse zu schließen auf die Zufallsbits, die sie verwendet haben in der Vergangenheit. Und der kann sich darauf anpassen. Es gibt so ähnliche Anwendungen zum Beispiel bei Hash-Tabellen. Wir haben in Algorithmen 1 Hash-Tabellen kennengelernt, die irgendwie beweisbare Leistungsgarantien geben in einem probabilistischen Sinne. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Hash-Tabelle, die wird von irgendeinem Webserver verwendet. Und jemand möchte einen Denial-of-Service-Angriff auf diesen Webserver führen. Und zwar will der das so machen, dass die Hash-Tabellenzugriffe ihres Service möglichst langsam werden. Ja? Dann kann der Angreifer versuchen, herauszufinden, welche Hash-Funktion sie verwenden. Ja, indem er eben irgendwie ganz bestimmte Eingaben macht und dann beobachtet, wie lang die Antwortzeiten sind oder sowas.
und dann schließen, aha, hier war eine Kollision, das geht nur mit der Hash-Funktion. Ich weiß ja, der nimmt die aus der und der Familie von universellen Hash-Funktionen, bla bla bla. Ja? So, und wenn er das einmal weiß, kann er vorhersagen, welche Elemente kollidieren. Und dann gibt er ihnen nur noch Elemente, die Kollisionen hervorrufen. Das heißt, sie haben dann keine Hash-Tabelle mehr, sondern eine lineare Liste, durch die sie jedes Mal durchsuchen müssen. Ja, und das ist ein möglicher Ansatz für eine Denial-of-Service-Attacke. Und so ähnlich ist das hier bei diesem Adaptive Online. Also das ist dann sinnvoll, wenn Sie mit tatsächlichen, echten, böswilligen Attacken rechnen. Während es Oblivious irgendwie sinnvoll ist, wenn Sie einfach gucken wollen, wie verhält sich so ein Algorithmus unter normalen Umständen. Okay, also für uns nur das Naheliegende. Der Adversary weiß nichts über unsere Zufallsbits. Ja? So. Jetzt kommt die nächste Familie von Algorithmen, von Paging-Algorithmen, Marking-Algorithmen. Wenn eine Seite zugegriffen wird, wird sie markiert. Und die Idee ist, wir markieren niemals, wir schmeißen niemals markierte Seiten raus. Das ist natürlich blöd, weil irgendwann sind natürlich alle Seiten im Cache markiert. In dem Fall muss ich was anderes machen, dann wird alles entmarkiert. Außer der Seite, die jetzt gerade zugegriffen wurde. Damit beginnt sozusagen eine neue Phase. Also hier habe ich wieder, diesmal auch im Algorithmus selber, Phasen, aber auch Phasen, die für die Analyse eine Rolle spielen. Ja? So. Jetzt kann ich mir verschiedene Algorithmen vorstellen, die in diese Familie fallen. LRU hat, wie ist das? Ist LRU von alleine? Der ist, glaube ich, von alleine ein. Der verhält sich, obwohl er nicht explizit markiert, verhält er sich, glaube ich, wie ein Marking-Algorithmus. Aber man könnte auch eine Variante von LRU betrachten, die halt die least recently non-marked-Page verdrängt. Aber ich glaube, das passiert von alleine. Flush when full hat auch diese Eigenschaft. Ist auch ein Marking-Algorithmus. Die sind aber beide nicht so toll. Also hier sind jetzt nicht alle Marking-Algorithmen gleich, sondern wir gucken uns jetzt einen dritten an, den nennen wir R-Mark. Wir schmeißen raus eine zufällige Seite, die nicht markiert ist. Also das ist jetzt so ein bisschen ein Kompromiss zwischen Randomisierung und, ich sage mal, einem sinnvollen Algorithmus. Ja? Der einfachste randomisierte Paging-Algorithmus würde ja einfach sagen, naja, schmeiß eine zufällige Seite raus. Aber das ist irgendwie nicht kompetitiv. Weil dann würde man ja auch manchmal Seiten rauswerfen, die offensichtlich ganz oft benötigt werden. Und das vermeidet man durch diese Marking-Strategie. Ja? Ich glaube, das Schöne ist auch, dass das außerdem ist jeder Marking-Algorithmus auch ein konservativer Algorithmus. Gut. Aber das ist so intuitiv schon, kann man sagen, das ist ein einfacher Kompromiss zwischen Zufall und Zielgerichtetheit, sage ich mal. Und der Zufall ist halt dafür da, den Adversary zu verwirren. Ja? Die Aussage, die man beweisen kann, wir sind wieder bei Chilis, deshalb werde ich Ihnen garantiert auch nicht einen detaillierten Beweis vorführen. Vorher war alles Chili. Ne? Der Marking-Algorithmus ist 2HK kompetitiv, wobei HK die Summe von 1 bis K, 1 plus 1 durch I ist. Das ist sowas wie die harmonische Zahl. Ne? Und das ist kleiner gleich ln K plus 1. Also der ist sowas wie zweimal LNK kompetitiv. Und das ist schon toll. Ne? Vorher waren wir K kompetitiv, jetzt sind wir LNK kompetitiv. Ja? Also das bringt eine deutliche Verbesserung und zwar ohne Ressourcenaugmentierung. Hier ist jetzt die Analyse. Möchte ich nicht so im Detail vorführen, aber vielleicht mal so die logischen Schritte, ohne in die Rechnungen zu gehen. Also wir gucken das jetzt wieder Phase für Phase an. Sei jetzt m die Anzahl neuer Seiten in einer Phase. Also
mit neu sind Seiten gemeint, die zu Beginn der Phase nicht im Cache sind. Ja? Und dann kann man sich überlegen, dass die Missprobability für die jotte alte Seite wenn die markiert wird, ist irgendwie ja das hier. Das kann man abschätzen zu m durch k minus j. Und wenn ich das irgendwie durchrechne, kommt man auf m mal hk. Ja? Also die erwartete Anzahl Cache-Faults für m neue Seiten ist m mal hk. Ja? Detaillierte Argumente möchte ich Sie jetzt nicht mit belasten. Aber was vielleicht interessant ist, also man guckt sich wieder Phase für Phase an, man benutzt die Definition des Algorithmus, um irgendwie auszurechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Missprobabilities, und daraus kann man mit Hilfe von Linearität, von Erwartungswert und solchen Sachen die erwartete Anzahl Cache-Faults ja nicht ausrechnen, sondern abschätzen. Ja? Okay. Obwohl, ja, hier kann ich sie, hier wird sie, glaube ich, mehr oder weniger ist abgeschätzt. So. So, für so einen Competitive Ratio brauche ich immer zwei Seiten. Wie ergeht das Opt? Bei wie viel Cache-Faults produziert Opt für eine Phase? Das ist sowas wie ein halb MI. Also wenn MI war die Anzahl neuer Seiten in der Phase und dann kriege ich ein halb Summe MI. Ja? Also ich habe hier ein halb Summe MI, hier hatte ich M mal HK und wenn ich das summiere, steht da Summe MI HK und wenn ich dann Ratio bilde, komme ich eben auf 2 HK. Ja? Also der Randomized Marking Algorithmus ist 2 HK kompetitiv. So. Man kann auch mehr zeigen, dass kein randomisierter Algorithmus besser als HK kompetitiv werden kann. Also wir sind bis auf den Faktor 2 an den besten randomisierten Algorithmus dran. Also nicht nur Marking Algorithmus. Und also in dem Sinne würde jetzt ein Theoretiker sagen, der ist optimal bis auf den Faktor 2. Und es gibt tatsächlich randomisierte Paging-Algorithmen. Also nicht randomisierte Marking-Algorithmen, sondern die sind halt komplizierter, die HK tatsächlich dieses HK-Competitiveness erreichen. Also das Beste, was man in diesem Framework überhaupt erreichen kann. Was aus meiner Sicht noch eine offene Frage sein könnte, ist, was passiert eigentlich, wenn ich Randomisierung und Resource Augmentation zusammenbringe? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Algorithmus, der hat doppelt so viele Ressourcen wie der Offline-Algorithmus und der darf außerdem noch randomisiert sein. Was ist der erwartete Competitive Ratio? Ich weiß nicht mal genau, was da rausgekommen ist. Ich habe da mit Experten gesprochen. Ich vermute, das Ergebnis war, das bringt nichts Neues. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich schon letztgültig untersucht wurde. Ja. Gut. So, jetzt nähern wir uns auch schon dem Ende des Kapitels. Warum mache ich also kompetitive Analyse? Also es gibt viele verschiedene Modelle für Entscheidungstreffen in Abwesenheit vollständiger Information. Ich habe schon gesagt, stochastische Modelle, ein bisschen spezieller, aber in letzter Zeit in aller Munde, Machine Learning. Ne? Angenommen, ich habe ganz viel Daten darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, dann kann ich versuchen, mit maschinellen Lerntechniken so einen Algorithmus zu finden, der zum Beispiel auch sagt, welche Seite sollte ich rausschmeißen beim Paging. Weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut ist, wobei meine Vermutung ist, dass das halt in der Praxis dann trotzdem nicht besser ist als LRU. Ja,
Aber wahrscheinlich könnte man zeigen, dass man das auch lernen kann, sowas, so ein Verhalten ähnlich zu LRU. Ja, dann wird hier als Argument geliefert, das ist jetzt Originalton Rob van Stee, Competitive Analysis leads to algorithms that would not otherwise be considered. Bin nicht ganz sicher, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Wahrscheinlich beides, ne? Also, wir haben gesehen, also das Randomized Marking oder Resource Augmentation, das hilft einem irgendwie neue Algorithmen zu finden, die erstaunlich gut sind. Zum Beispiel auch Flush and Full. Das ist irgendwie eine gewisse Einsicht, dass das überraschend, dass das ein guter Algorithmus ist. Und man könnte es auch umdrehen, ja. Die Theoretiker schlagen uns hier Algorithmen vor, die in der Praxis totaler Quatsch sind. Und ich denke, beides ist wahr. Also ich habe irgendwie eine Möglichkeit, in einem theoretisch wohldefinierten Framework mir zu überlegen, was könnten gute Algorithmen sein, und das ist ein Vorteil. Aber ich habe auch das Problem, ich bewege mich in einem theoretischen Framework, das nicht immer ganz viel mit der Praxis zu tun hat und muss damit rechnen, Algorithmen zu bekommen, die in der Praxis nicht sinnvoll sind. Ja? Also dessen muss man sich bewusst sein. Wir haben ein bisschen Zeit, deshalb möchte ich auch noch eine Geschichte erzählen, wo das noch ein bisschen klarer wird und auch ein ganz klassisches Online-Problem. Stellen Sie sich vor, ein ganz einfaches Scheduling-Problem. Also Sie haben Maschinen. Sie kriegen Jobs mit bekannter Größe und die müssen Sie, wenn ein Job ankommt, müssen Sie den einer Maschine zuteilen. Ja? Jetzt kommen die ganzen Jobs an und am Ende gucken Sie sich den Makespan an, also welche Maschine hat die größte Gesamtlast, also Summe der Fertigstellungszeiten der einzelnen Jobs. Ja? Das ist Ihre Zielfunktion. Da gibt es einen ganz einfachen, zweikompetitiven Algorithmus, der sagt nämlich ganz einfach, naja, schmeiße den Job immer auf die am wenigsten belastete Maschine. Und ich denke, das ist auch, was ein menschlicher Operator zum Beispiel auch tun würde. Und was, glaube ich, auch im Maschinensetting viele Scheduling-Algorithmen machen werden. Und gut, zweikompetitiv ist im Lichte dessen, was wir hier für Paging gesehen haben, ja auch schon ein schönes Ergebnis. Aber im Framework von Online-Algorithmen gibt es bessere Algorithmen. Die sind dann irgendwie 1,68 kompetitiv oder sowas. Oder ich glaube, das ist dann sogar, sagen wir mal, die sind irgendwie 1,92 kompetitiv. Das ist erstaunlich nah an der 2. Oder es hat ganz lange gedauert, überhaupt weit weg davon zu kommen. Ja? Also gute Nachricht, Sie haben jetzt einen Algorithmus, der ist noch besser als der naheliegende. Oder nicht? Also, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie die Algorithmen funktionieren, aber die Idee ist eigentlich ganz einfach. Sie führen bewusst ein Ungleichgewicht in der Last der Maschinen herbei. Das heißt, sie sorgen dafür, dass es immer wenig belastete und viel belastete Maschinen gibt. Und das gibt ihnen die Flexibilität, wenn jetzt der Adversary ihnen dann plötzlich gegen Ende irgendwie einen fetten Job zuteilt oder sowas, dass sie den dann auf eine niedrig belastete Maschine schieben können und die Gesamtlast einigermaßen ausgeglichen ist, sage ich mal. Ja? Das ist schön für den Worst Case. Aber sie haben die ganze Zeit bewusst eine schlecht ausgeglichene Last auf den Maschinen. Und wenn zum Beispiel die Eingaben in der Anwendung ohnehin so sind, dass die Jobs alle klein sind, dann würde der naive Algorithmus eine fast perfekte Balancierung erreichen, während Sie bewusst sich vom Best Case abwenden. Ja? Das heißt, in der Realität ist das vielleicht ein total schlechter Algorithmus, den Sie nur deshalb betrachten, weil der im Worst Case halt ein bisschen besser ist als der naheliegende Algorithmus. Und das ist vielleicht nicht das, was ein Praktiker haben will. Also Vorsicht bei Competitive Algorithmen, aber man kann viel über den Design Space von Algorithmen für ein Problem lernen, wenn man dieses Competitive Analysis Framework wählt. Ja? Ein anderes Argument, warum man vielleicht diesen Ansatz mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen nicht nehmen sollte, ist, mir hat der Rob geschrieben, die sind oft nicht bekannt
Aber was noch viel schlimmer ist, meistens machen die irgendwie Annahmen, dass die Ereignisse, die da passieren, unabhängig sind, die überhaupt nicht stimmen. Und das kann dann zu großen Abweichungen von der Realität wieder führen. Also probabilistische Modelle haben ihre eigenen Probleme. Da muss man also auch vorsichtig sein. Ja, und jetzt kommen hier weitere Nachteile von diesen probabilistischen Modellen. Und die Competitive Analysis gibt halt eine Garantie für die Performance. Und das ist in einigen Anwendungen ist die Garantie wichtiger als die reale Performance. Zum Beispiel nennt er jetzt Financial Planning oder ich sage jetzt mal etwas allgemeiner, wenn da irgendwelche juristischen Dinge eine Rolle spielen. Wenn Sie garantieren müssen, dass Ihr Service mindestens so und so gut ist und das wichtig ist, damit Sie nicht verklagt werden, dann ist vielleicht diese Garantie wichtiger als die tatsächliche Performance. Ja? Beziehungsweise vielleicht ist die Average Performance sowieso so gut, dass das jedem egal ist, ob die dann noch ein bisschen schlechter wird. Aber Sie wollen auf keinen Fall, dass Sie irgendwelche Deadlines verpassen oder sowas. Oder jetzt gehe ich mal weg von dem Juristischen, Sie haben irgendwie eine Echtzeitanwendung. Sie wollen auf keinen Fall, dass irgendwie der Regler für das Atomkraftwerk ab und zu mal ganz lange braucht und das Ganze dann irgendwie aus dem Ruder läuft. Ne? Das wäre nicht so gut. Okay. So, Nachteile. Das habe ich jetzt schon gesagt, das kann zu pessimistisch sein, aber man kann das ein bisschen abmildern durch Resource Augmentation, Randomisierung oder Einschränkungen der Eingabe. Dieses Einschränkung der Eingabe war jetzt nur in diesem Future Work Ding. Also in diesem Chili Ding. Und Nachteil ist, dass man manchmal nicht unterscheiden kann zwischen Algorithmen, die in der Praxis durchaus unterschiedlich sind, zum Beispiel LAU und FIFO, aber das kann man durch verfeinerte Modelle wiederum abmildern. Das war das Kapitel über Online-Algorithmen.